Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance TV natürlich mal wieder. Und das Duell Not gegen Elend ist vorbei. Sturm verliert mit 0:1 das Rückspiel gegen Rapid, ist aber aufgrund der zwei Auswärtstore jetzt weiter. Also wir sind im Europacup und nicht die Wiener. Aber das wirklich schon das einzige ansatzweise Positive an diesem Spiel, also von Anfang bis Ende, wirklich schwache Leistung, wie ich finde. Man war eigentlich immer so gut wie immer nur aufs Verteidigen aus. Die Rapidler haben eben ja auch nicht viel zusammenbekommen und leider auch sehr passend, dass das einzige Tor der Partie ein Eigentor von Lukas Spendlhofer knapp vor der Pause gewesen ist. Also ja, viel Positives gibt es da heute einfach nicht zu berichten, aber gehen wir das Ganze durch. Die erste halbe Stunde, Rapid auf jeden Fall mehr bemüht, natürlich ein Tor zu machen. Sie mussten ja zwei Tore schießen oder hätten zwei Tore schießen müssen vor der Partie. Man hat auch gleich mal eine gute Möglichkeit gehabt auf Seite von Rapid. Ich glaube, es war durch Schwab. Dann, das eben nach einer knappen Viertelstunde, nach 29 Minuten war es, glaube ich, Bolingoli, der über halb links den Schuss setzt. Siebenhandel heute aber souverän im Tor, wie ich finde, größtenteils souverän, ja, der den Ball aber parieren kann nach einer knappen halben Stunde. Dann ja die dritte große oder die dritte gute Möglichkeit für Rapid, ich glaube, das war dann wieder durch Schwab, ja, wo Sturm dann nach einer Ecke wirklich Glück hatte, das Tor nicht zu fressen. Die einzige Offensivbemühung von Sturm, also der wirklich einzige Torschuss, was ich im Kopf habe, der aufs Tor gegangen ist, war so in Minute 41 von Ota Kitaischwili, der auch nicht besonders gefährlich war, aber immerhin mal aufs Tor gegangen ist. Und dann knapp vor der Pause, Rapid, Flanke über links und auf einmal ist der Ball im Tor bei uns. Spendlhofer, wie gesagt, mit dem Eigentor. Ich glaube, es war per Kopf. Man hat es ja ein bisschen schwer sehen können. Auf jeden Fall war das eben die Führung knapp vor der Pause für die Hütteldorfer. Im zweiten Durchgang ja dann eigentlich auch das Ganze nicht wirklich besser geworden. Rapid hat in der 50. wieder eine Möglichkeit gehabt. Sturm, wenn gefährlich, dann wirklich nur über Konter herauszustechen. Ota Kitaischwili, das war der einzige in der Offensive, wo ich das Gefühl hatte, okay, der probiert wirklich alles, der hat sich zerrissen, der hat ein schönes Solo mal angebracht nach einer knappen Stunde, wo er wirklich, ich glaube, aus der eigenen Hälfte geschickt wurde, durchzieht und dann ja, geht der Ball aber leider auch nicht ins Tor. Danach eben immer wieder die Rapidler, die wirklich klar alles versucht haben, irgendwie noch ein zweites Tor da zu kreieren. Wirklich reingebracht haben sie aber nichts, obwohl sie die Chancen gehabt hätten. Ja, und am Schluss hat man sich halt das Ergebnis irgendwie drüber gewurschtelt. Aber trotzdem, keiner ist wirklich so richtig in Partylaune nach der Leistung. Es war die 6. Heimniederlage, wie auch gesagt, im Stück. Und ja, das ist ganz ehrlich jetzt nicht der SK Sturm, den ich mir ansehen möchte. Und ja, da keine Ahnung, ob es das Vernünftigste es wäre, den Trainer zu wechseln. Auf jeden Fall muss ein neues Spielsystem her, also das ganz klar, würde ich sagen. Und ja, mit so einer Leistung wird man im Europacup, wenn man in der Quali jetzt dann spielt, dann auch nicht weit kommen. Moment, so, da hat sich ein kleines Insekt verirrt auf der Kamera. Und ja, das Resümee ist leider trotzdem kein positives. Man hat es geschafft, okay. Aber man hat sich nicht mit Ruhm bekleckert. Von dem her, schreibt mir bitte gerne in die Kommentare noch, was ihr zur heutigen Partie sagt. Und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der Lance TV. In diesem Sinne, euer Elias, nichtsdestotrotz natürlich, auf die Schwarzen. Auf die Schwarzen. Jetzt haben wir es geschafft. Jetzt ist die Saison vorbei. Und bis dann. Ciao, ciao.